Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Heute geht's weiter in den Eiswürfel-Eisfeld. Mit dem Drehsternhimmel. Oh, so eine geile Atmosphäre. Also zu Weihnachten hat das richtig gute Atmosphäre verbreitet. Auch jetzt noch, aber zu Weihnachten hat halt mehr gepasst. Gumba! Nee, will dich nicht, Paracooper. Ich mag dich nicht. Ich mach dich jetzt bumm. Ich mach dich bumm, ja. So in etwa. Weil ich's kann. Eigentlich soll man hier anders hin, aber ich mach's so, ich mach nur mal so. Eigentlich soll man da hinten irgendwo lang. Aber ich kenne niemanden, der das so gemacht hat. Weiter, 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 weiter. Halbzeit! Ja. Mann. So, guckt euch mal den Hintergrund an. Der sieht doch voll toll aus. Die... Nee, das sieht alles einfach nur so toll aus. Ich könnte das den ganzen Tag lang jetzt spielen. Mann. Also, bei so einem... Bei so einer Atmosphäre wäre ich richtig stolz, wenn ich sowas gemacht hätte. Aber so eine Atmosphäre kann ich leider nicht machen in meinen Hacks. Das wäre episch, wenn ich das könnte. Los, gib mir den Stern! Geld! Punkte! Will die Punkte! Und 81 Leben. Mario Time. So. Weiter geht's mit Pincool Polonaise. Jetzt muss ich mal selber überlegen, was das für ein Level genau war. Aha, ja. Nehme ich mal die Eisblume. Weil ich's halt kann. Gib mir das Zeug! Dann nicht, dann hole ich mir halt nur die Münzen. Ha! So macht man das. So, wieder! So, Münzen! Mann, das macht einen echt glücklich, sowas zu spielen. Also, wer von euch das Spiel nicht hat, der sollte sich das mal kaufen. Denn das ist cool. Es macht Spaß zu spielen. Es ist grafisch ein Top-Spiel. Und auch so das nur anzuhören, das macht richtig Fun. Also mich macht das glücklich, dieses Spiel. Ich will da jetzt gleich hoch. Aber als erstes, Blöcke zerstören! Ich will die Münzen! Ich will die Münzen! Also echt, diese eine Münze hört nicht auf mich. Kein Kommentar. Los, bin cool, komm her. So. Hallo, ich will da hoch. So. Oh yeah, Mario Time. Yay! Und das alles in 4 Minuten noch was. So, weiter geht's mit Tanztee im Tauwetterturm. Also die Namen werden auch immer bizarrer. Jetzt mal ehrlich. Aber dafür ist wieder episches Design. Ich
meine, Hintergrund ist doch cool. Es sieht doch cool aus. Wow, Wortwitz. Das Ding hat einen Wortwitz gemacht. Oh mein Gott, das geht ja mal so gar nicht. So, her. Okay. Das ist witzig. So zwei übereinander, das gab's auch noch nicht. Ist da noch? Da ist die Starcoin. Auf die Münzen scheiße ich jetzt einfach, auf Deutsch gesagt. Auf Englisch kann ich es nämlich nicht sagen, so wie ich es gerade gesagt habe. Und ja. Französisch kann ich sowieso nicht sagen. Und auf Polnisch? Ne, danke. Das weiß ich nicht. Noch nicht. Gib mir den Block. Hallo? Meine Münzen! Komm her! Mach! Dann nicht! Nimm ich dich halt so! Also die Starcoins waren nicht sehr schwer versteckt, finde ich. Ich finde, das geht eigentlich. Also, die, die nicht gucken, ich hoffe, denen macht's Spaß. Denn ich weiß ja nicht, wie viele mich von euch überhaupt gucken werden. Irgendwo da war ein Item versteckt über einem der beiden Dinger. Aber tut ja nichts zur Sache. Also ich glaube, du brauchst eine Trachtprügel, Kamek. Wir haben doch jetzt dreimal darüber gesprochen. Komm und hol mich! Hier! Gib's mir von hinten! Los! Also jetzt hast du sauer gemacht. Jetzt hast du mich echt sauer gemacht. Komm her. Komm her, du Assi. Also ich habe echt ein Problem mit diesem Boom Boom. Ich meine, jedes Mal werde ich klein. Warum? Nein, wenig. Jetzt geht's weiter mit Gletscher der Stachelgumba. Das, was die hier als Stachelgumba werten, nein. Stachelgumbas sind für mich was anderes. Los, geh mir den Pilz. Das sind keine Stachelgumbas. Auch wenn da Gumbas drin sind. Nein, das sind keine Stachelgumbas. Stachelgumbas sind für mich ganz andere Viecher. Los! Machen wir es so. Eigen. Nein, das hier ist noch nicht das. Ich habe gerade an was anderes gedacht. Ich will da jetzt aber hoch. Und diesen Block aktivieren. So. Immer noch epischer hinter. Oh mein Gott, sieht der Mond episch aus. Das macht mich irgendwie voll glücklich hier, das Spiel. Los, Yoshi! Like a boss! Ja, dann nicht. Nicht so. Gib mir die Münzen! Dann nicht.
Was seid ihr alle heute so gegen mich? Ich bleib bei dieser epischen Musik, wie es ist, und bleib für mich die epischste Musik in einem, also normale Musik. Also das ist ja so eine Happy Music. Andere denken, episch? Ne, das ist doch nicht episch. Hier, Castle Music, sowas. Das könnte man als episch bezeichnen, aber nicht das, was du da als episch bezeichnest. Ja, also ein anderes episch. Sagen wir es mal so. Gib mir. So. Rutsch, Yoshi, rutsch. Und schon haben wir 88 Leben. Mario Time. Und gerade mal 11 Minuten. So, weiter geht's. Was, das muss ich... Wagenlift Wagnis. Okay. Ach, das Level. Das geht ja eigentlich. Aber der Name ist merkwürdig. Komm. Super Eichel! Man kann auch anders an sie ran, aber wenn man schon die Gelegenheit hat. Ja, du willst mich doch voll flachsen. So, meine Münzen. Mann, ich habe so viele Projekte, die ich machen will. Und kann mich nicht entscheiden. Das geht ja mal so gar nicht. Die lasse ich mal da. Die werde ich vielleicht sogar brauchen noch. So. Das Thema hat sich jetzt auch erledigt. Und die Blume will ich nicht mehr. Die war nicht nett zu mir. Mit euch will ich auch nicht. Ihr seid nur aus Plastik. Und die sind aus Kunststoff. Auch wenn Plastik und Kunststoff dasselbe sind, aber nein. Diese Bonsai-Bilds, die sind aus einem harten, metallischen Kunststoff. Und immer noch nicht die 15 Minuten voll. So langsam reicht's mal. Oh mein Gott, wir haben das Inventar schon voll. Los, Pinku, geh weg. Ich will dich nicht. Jetzt gehen wir in... Eis gezapft ist. Wortwitz. Mann, das war ja ein ekliger Hänger. Hoffentlich habt ihr den nicht gesehen. Es war insgesamt in dieser Aufnahmesession der zweite, auch wenn er klein war, aber es war ein Hänger. Los, geh da hoch. Yeah! Lass mich da durch! So! Jetzt will ich das hier haben. Oh mein Gott, Geld! Geld! Gib mir das Geld! Halbzeit! Mein Gott. Das wird ein Spaß, alles zu rendern. Das. Ich bin so ein Vollidiot.
Hebat! Still die Scheiße! Okay, dann mache ich es anders. Dann muss ich mich jetzt einmal so treffen lassen. Komm raus, Käferlein. Ich tu dir nichts. Na, geht doch. Hallo? Was soll der Crap? Nicht? Hol ich die gleich. Assi. Und du sowieso. Auch wenn ich dich nicht getroffen habe. Du bist ein Assi. Thema hat sich erstmal erledigt. Hey! Auch wenn ich dir das jetzt zum tausendsten Mal sage, danke für deine Hilfe. Und jetzt greif zu, ich habe nicht alle Zeit der Welt. Wow, eine Feuerblume. Ja, voll episch und so. Kein Platz mehr für neue Items. Von welchen will ich mich trennen? Ich will keinen Stern. Sterne sind scheiße. Nur in den 3D-Marios mache ich sie. In den 2Ds brauche ich sie nicht. Das ist voll unnötig und so. Jetzt nochmal. Jetzt geht's los. Und diesmal darf ich diesen Fehler nicht machen. Deswegen hole ich mir auch kein Item zum Schießen. Aber dafür hole ich mir 9 Pilz. Na! Das war ein Reflex. Wenn ihr wollt, zählt es als tot. Ich zähl's nicht als tot. Ich hab mich noch gerettet. Ich will kein Tod. Das passiert, wenn man zu hektisch wird. Ich zähl's trotzdem nicht als tot. Weil ich... Verstellt. Ich habe kein Leben verloren, deswegen zähle ich es nicht als tot. Geld, 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 ich will mein Geld! Halbzeit! Oh, na gut, diesmal sterbe ich. Wegen Halbzeit. Mein, wenn man das andere nicht mitzählt, mein zweiter Fail. Ach, was soll's. Überlebt ist überlebt. Das war... Glück. Aber scheiß drauf. Das Level muss noch zu Ende gemacht werden. Oh! Ich krieg jetzt einfach ein Problem mit diesem Level. Lasst mich doch alle in Ruhe! Oh yeah, Mario Time. Also privat das ohne Fails durchspielen ist auf jeden Fall angenehmer als Let's Play mit Fails. Auch wenn das jetzt nur zwei richtige Fails und ein vermiedener Fail ist. Aber egal. Und da ich sehe, dass wir schon genug Zeit verbraucht haben, machen wir nächstes Mal mit P-Schalter-Paradies weiter. Also nicht verpassen. Bis zum nächsten Part.